Hallo, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich habe mich total gefreut, dass ganz viele von euch schon nachgefragt haben, wann es denn den nächsten Vlog gibt. Aus Bad Mergentheim gibt es keinen Vlog mehr, weil ich bin schon wieder zu Hause. Aber ich habe noch ein Paket aus Bad Mergentheim gekriegt und das möchte ich jetzt gerne mit euch zusammen aufpacken, weil da sind Sachen drin, die ich in Bad Mergentheim getöpfert habe. Und ich bin selber schon super gespannt, ob die in Ordnung angekommen sind, weil das weiß man halt immer nicht, ne? Wenn man getöpferte Sachen verschickt, kann es natürlich auch leicht passieren, dass da was kaputt geht. Und im weiteren Verlauf des Vlogs möchte ich euch dann auch noch einen Beitrag zum Thema Bärlauch und die Gefahren im Umgang damit zeigen. Ich habe mich beim Herstellen des Bärlauchpestos übrigens schwer verletzt. Ihr könnt hier sehen, dass ich mich am Daumen gerieben habe. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann und wie scharf das jetzt stellt, wenn ich nur meinen Daumen dahin halte. Und zum anderen habe ich mir hier am Finger irgendwie so eine Quetschung geholt, dadurch, dass ich mit dem Stößel im Mörser die Cashewkerne klein gemacht habe. Aber jetzt zuallererst erstmal zum Paket. Und ich habe das Kamerateil umgestoßen, das war sehr clever von mir. So, hier ist jetzt das Paket und ich versuche mal es aufzuschneiden. Und dann schaue ich mal, ich hoffe wirklich, dass die Sachen innen drin noch in Ordnung sind halbwegs. Weil ich habe es, als ich es bekommen habe, hat der Postbote das so schwungvoll auf die Treppe gestellt. Also der ist echt ein super lieber Mensch und gar nicht böse gemeint jetzt gerade, ne? Aber es ist halt schon so, finde ich, wenn sowas passiert, gerade bei Sachen, ich habe da so richtig gezuckt, als es gemacht hat, weil das halt wirklich ist bei Sachen, die so zerbrechlich sind. Aber das werden wir jetzt mal sehen. Ich bin mal gespannt, ob ich es überhaupt aufkriege. Es war auf jeden Fall extrem gut verpackt. Ganz lieben Dank nochmal. Das hat anscheinend auf jeden Fall super funktioniert mit dem Verpacken. Es ist kaum wieder zu öffnen. Das hätte auf gar keinen Fall jemals unterwegs aus Versehen aufgehen können. So viel kann ich jetzt schon sagen. Bei so vielen Stellen, wo ich da jetzt durchschneiden muss, die ich kaum aufkriege. Okay. Also eins kann ich sagen, wenn ihr mal so ein Paket so verpackt, das bleibt zu. So, wunderbar. Endlich. Jetzt bin ich doch mal sehr gespannt. Ah, der kam aber nur mit. Das war gar nicht notwendig. Dann gucken wir doch mal. Ganz, ganz, ganz viel Verpackungsmaterial, wie sich das gehört, bei gebranntem Ton. Oh, das ist ja klasse gemacht. Das, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber das sind so aufgeblasene Teile. Oh, trotzdem ist ein Öhrchen abgebrochen, ein Elefant. Oh, Mensch. Aber das war eine super Idee, auf jeden Fall, die so aufzublasen, finde ich. Weil dadurch ist es nämlich wirklich ganz, ganz gut gelagert gewesen anscheinend. Hier ist ein kleines Öhrchen abgebrochen von dem Elefanten. Das muss ich wohl wieder ankleben. Aber das dürfte gar kein Problem sein. Das passt hier nämlich ganz super dran. Kein Thema. Und ein Schildkrötenpanzer. Jetzt wundere ich mich tatsächlich doch, weil zwei Sachen fehlen, meiner Meinung nach, nämlich. Oh, okay. Okay, Schildkröten Untergrund sozusagen ist leider auch zerbrochen. Aber man kann es, denke ich, auch wieder an den Stellen, wo es auseinandergegangen ist, zusammen machen. Ich möchte jetzt kurz mit euch zusammen einen kleinen Vlog drehen, bei dem ich aufbreche, um mal dem fiesen Bärlauch zu Leibe zu rücken, der sich hier im Süden der Republik immer weiter ausbreitet. Und deswegen habe ich hier auch einiges Equipment mitgenommen. Ihr seht schon das Kopftuch. Das ist unter anderem dazu da, um zu verhindern, dass mir die Haare ins Gesicht fallen, während ich mich vorbeuge, weil sonst könnte ich unaufmerksam werden und vielleicht den Bärlauch nicht richtig erkennen. Außerdem habe ich hier auch noch einiges andere mitgenommen. Und zwar hier auf dem Papiermüll, den ich jetzt runtertrage, seht ihr drei Plastikbeutel, die ich alle vom
Obst kaufen, einfach recycelt habe und ein Messer mit feststehender Klinge, allerdings nicht über 12 cm lang. Es wäre aber trotzdem in Ordnung, es mitzuführen, habe ich extra nochmal nachgelesen, weil es ein berechtigtes soziales Interesse gibt, dem Bärlauch zu Leibe zu rücken, sprich Kräuter zu sammeln oder so. Und deswegen werde ich jetzt mit diesen Ausrüstungsgegenständen aufbrechen. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, weil ich mich bereits vorbereitet habe und die Stelle, wo der Bärlauch wächst, schon mal mir genauer angeschaut habe, sind diese Gartenhandschuhe. Ganz schick, am Rand irgendwie verfärbt, aber wird hoffentlich nichts machen. Die haben zumindest keine Löcher, zumindest keine, die ich jetzt gefunden habe auf den ersten Blick. Und damit werde ich jetzt dem Bärlauch hier in der Region mal zu Leibe rücken und gucken, ob ich ihn damit klein kriege. Und wenn auch ihr Vegetarier seid zum Beispiel, nicht weil ihr Tiere liebt, sondern weil ihr Pflanzen hasst, dann könnt ihr dieses Vorhaben sicherlich unterstützen. Bis gleich. Jetzt befinde ich mich am Ort des Geschehens, mitten in Mittelfranken, wo der idyllische Schein am Schwabachgrund trügt. Denn hier ist es nicht so friedlich, wie man es auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte. Hier hat der Bärlauch bereits seinen Fuß in die Tür gekriegt. Und wenn man ihn nicht hier abpflückt, dann wird er sich weiter ausbreiten. Am Rand dieses Feldes könnte man auch denken, dass es sich vielleicht um Maiglöckchen oder um Aronstab handeln könnte bei den Pflänzchen, die hier vereinzelt wachsen. Denn an vereinzelten Stellen ist normalerweise nicht richtig Bärlauch. Aber hier unten gibt es keinerlei Zweifel mehr. Hier im Flusstal ist einer der Lieblingsstandorte des Bärlauchs und genau hier, wo er wohnt, werde ich ihn zu Leibe rücken. Beim Abschneiden der einzelnen Bärlauchblätter ist es gar kein Problem, sich noch einmal zu versichern, dass es sich auch wirklich um Bärlauch handelt, denn die Blätter wachsen einzeln. Das ist ein ganz besonderes Kennzeichen gegenüber den Maiglöckchen und außerdem schmecken sie leicht nach Knoblauch. Mir gelungen, zwei Tüten vom Bärlauch zu erbeuten. Ihr seht, ich habe nicht mal annähernd quasi in irgendeiner Form da der Lage Herr werden können. Das heißt, jetzt kommt es auf euch an. Rückt auch ihr den Bärlauch zu Leibe. Ich zeige euch gleich noch, wie man ihn danach noch weiter quälen kann. So, jetzt bin ich wieder zu Hause und ihr fragt euch sicher schon, wie es mit dem Bärlauch weitergeht. Das ist ganz einfach. Ich werde den Bärlauch jetzt auf diesem hochmodernen Präzisionsgerät abwiegen und dann grammgenau die gehackten Cashews, die ich hier vorbereitet habe, und den Pecorino bzw. Parmigiano dazugeben. Der wird natürlich noch fein gerieben und die Bärlauchblätter werden jeweils gewaschen und einzeln mit einem Küchentuch wieder trocken getupft. Nein, das macht man glaube ich nur dann, wenn man pro Blatt irgendwie 5 Cent bezahlt hat oder so. Nachdem ich die jetzt irgendwie zu Hunderten gepflückt habe, werde ich die einfach nur waschen. Und das reicht durchaus aus, um die danach dann weiter zu verarbeiten. Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass das Pesto, das man dann anrichtet, nicht zu suppig wird. Und dann kann der Bärlauch noch lange, lange leiden. Der hält nämlich in sauber gespülten Marmeladegläsern, wie diesen hier zum Beispiel. Oder man kann natürlich auch zur gekauften Variante greifen. Etwa ein Jahr lang und somit könnt ihr dem Bärlauch ein langes Leiden bereiten. Viel Freude damit, ich werde sie haben.
Natürlich könnt ihr jetzt auf den Bärlauch auch mit einem Wiegemesser losgehen, aber nachdem ich keins habe, probiere ich es einfach mit diesem großen Ding. Muss Bärlauch. Wenn ihr dann den Bärlauch ein bisschen zerkleinert habt, hier zum Beispiel jetzt in der Schüssel, dann ist es Zeit für den Zauberstab. Bram. Moment. Ihr könnt natürlich auch jede andere Küchenmaschine verwenden, aber ich habe eben nur einen Zauberstab. Vielleicht hätte ich doch mal in die Küchenmaschine investieren sollen. Ich gebe es ja zu, ich wollte den künstlichen Zeitsprung einbauen, nach dem Motto sehr, sehr, sehr viel später. Aber das war vollkommen unnötig, weil mein Zauberstab hat mich nämlich im Stich gelassen. Der ist so heiß geworden, dass ich nicht weitermachen konnte. Deswegen ist es jetzt schon sehr, sehr, sehr viel später, weil ich einfach eine lange Pause einlegen musste, bis der wieder ein bisschen abgekühlt war. Und ihr seht jetzt, hier ist schon der Bärlauch durchgemahlen, so größtenteils, also passiert mit dem Stab, und obendrauf ist der geriebene Käse, den habe ich komplett gerieben. Hier seht ihr auch die zerstoßenen Cashews, davon sind hier auch noch einige übrig. Ich habe zwei Dosen aufgemacht und einfach die Sachen rausgenommen, die möglichst klein aussahen, weil ich habe die nämlich hier in diesem Mörser selber zerkleinert und das war ganz schön viel Arbeit. Deswegen mein Tipp wäre auf jeden Fall kleine Cashews nehmen, wenn ihr irgendwie nur eine Dose habt, ist ein bisschen blöd, wenn ihr alle braucht sozusagen, aber wenn ihr zwei Dosen habt, was in unserem Fall der Fall war, weil mein Freund isst die auch sehr gerne, dann einfach die kleineren raussuchen, die gehen nämlich viel, viel schneller dann auch selber klein zu stoßen. Das kommt jetzt alles damit rein und dann kommt das Ganze in die Gläser und dann hoffe ich, bin ich mit dem Pesto endlich mal fertig. Und wenige Stunden später ist auch schon alles fertig. Mein Pesto hat wunderbar in die drei vorbereiteten Gläser gepasst, als ob ich es ausgerechnet hätte. Und hier dürft ihr auch noch mal ganz kurz auf einem der Gläser den kleinen Ölfilm bewundern, den ich draufgeschüttet habe. Selbstverständlich mit frischem, also was heißt, naja, halbwegs frischem, kaltgepressten Olivenöl, weil dadurch ist dann der Bärlauch drunter auch auf jeden Fall geschützt und an sich ist der ja antiseptisch und sollte wirklich 12 Monate lang halten. Das heißt, er muss jetzt weiter leiden, bis ihr ihn in den Todesstoß versetzt. Ich werde es nicht schaffen, 12 Monate zu warten, bis ich ihn aufgegessen habe, glaube ich. Aber trotzdem, der Blitz. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Freude dabei, dem Bärlauch eine lange Leidenszeit zu bereiten. Und wie mein Opa schon immer sagte, abonniert, wenn es euch gefallen hat und lasst mir einen Daumen hoch da. Bis bald. Ciao.